Eine Sache ist, den Stuff zu kaufen, aber die andere ist, den Scheiß zu verkaufen. Bro, weil das ist da sich eher mehr das Problem. Leute wollen sich einfach das neue Mahan-Video angucken, warum auch immer. Das wird jetzt schon das ein oder andere Mal präsentiert. Wir gucken uns den 16-Jährigen an. Lange kein Mahan-Video mehr gesehen. Sollen wir mal Content raushauen? Nach langer Zeit mal wieder ein Fake or Real Klamotten-Check-Video am Start. Und wir haben heute sehr, sehr wilde Szenen, Leute. Wir haben jemanden exposed mit einer Fake-Rolex. Checkt auf jeden Fall das Video bis zum Ende ab, Leute. Wir haben auf jeden Fall sehr coole Szenen am Start. Kurze kleine Werbung, Leute. Wenn ihr gerade aktuell nach einem sehr nicen Winterhoodie sucht, ich habe hier auf jeden Fall einen für euch von Ordinaire Clothing, Leute. Checkt das auf jeden Fall ab. Stimmt, das ist seine eigene Brand, ne? Gibt's da mittlerweile mehr Stuff? Ich meine, das Design, was er uns gerade präsentiert hat, das kennen wir schon. Das ist jetzt nicht so... Ah, doch, hier, das kenne ich noch nicht. Das haben wir alles hier schon gesehen. Müssen wir uns vielleicht nochmal in Ruhe angucken. Was geht ab, Bruder? Wer bist du? Bruder, ich heiße Shafi, Bruder. Wie geht's dir? Woher kommst du? Mir geht's Alhamdulillah, Bruder. Ich komme aus Afghanistan, Bruder. Aus Afghanistan? Ja, Bruder. Kommst du aus Hamburg auch? Ja, Bruder, ich komme aus Hamburg. Altona. Okay, entspannt. Bro, ich habe dich gerade gespottet, deine Jungs, sehr lieb auf jeden Fall. Ja, Bruder. Dein Kollege hat ein Foto mit mir gemacht. Was geht bei dir ab, Digga? Was trägst du für Klamotten so? Ich sehe, du trägst eine Moncler-Jacke. Oder ich trage so eher so Standard so. Ich trage so ein paar Marken. Guck mal, der Boy sagt ja selber, er trägt eher so Standard, deswegen würde ich auch voll recht geben, ich will jetzt dieses Outfit nicht komplett durchhaten. Das ist so ein random Standard-Fit, so nothing special. Und deswegen frage ich mich, warum Mahan so einen Dude vor die Linse packt. Wisst ihr, ich meine? Das ist so für mich so, hey Bro, such doch irgendjemanden, der besonders ist oder der irgendwie was Mehrwert liefert. Aber der Bruder ist jetzt so mehr, oh, er zieht so Sachen an, mehr oder weniger random sind, so wie er selbst sagt. So, das ist nicht nix sonderlich modisch, sondern einfach dieser deutsche Rapper-Style. Ich habe meine Montclair-Jacke, Bruder. Ein Kenzo-Pullover, Bruder. Das war's, Bruder. Ein Gucci-Gürtel. Oha. Das war's, Bruder. Alles original. Nein, Bruder. War da meine Jacke aus Türkei, Bruder. Guck, sympathisch, gibt's zu, sind Fakes. Das habe ich aus dem Hamburg. Ich meine, dass wir Fakes nicht representen und auch nicht rocken und auch nichts damit zu tun haben wollen, ist klar, brauche ich jetzt nie jemandem sagen. So, aber, was soll ich jetzt dazu sagen? So, ich bin jetzt meine Meinung, ich zwinge jetzt nicht jedem meine Meinung auf. Wenn er jetzt Fakes rocken will, so, Bro, do it. Sonst Air Max Ori, Bruder, Hose von New Yorker, Bruder. Okay. Gucci-Gürtel auch. Gucci-Gürtel ist aber Ori, Bruder. Ist original. Ja, Wallah. Ist originaler Gucci-Gürtel. Die Schnalle ist Ori, Wallah. Aber Das hier ist Fake, Bruder, weil es war zu groß, Bruder. Dann hat mein Kollege das auf schnelle Welle geklärt, Bruder. Ah, okay, auf den improvisiert. Genau, Bruder. Okay, entspannt. Okay, ich find's aber gut, dass du die Wahrheit sagst. Ja, Bruder. Denn du bist bei Fake Ori Klamottencheck, Bruder. Kann ich noch jemanden grüßen? Normal, du hast gerade den Check erstmal bestanden. Ich küsse dein Herz. Ich grüße meine Brüder Batu, Berke, Mert und Embe. Sind meine Brüder der Tag 1. Das war's, Bruder. Aber wir sind noch nicht fertig. Okay, Bruder, was noch? Wie läuft das ab? Du sagst, du hast einen Fake-Store, Replica-Store hier in Hamburg. Ja, ich kenne einen. Und du kennst einen. Genau. Okay, da müssen wir mal zusammen hingehen. Das ist dann für mich eher so dieses Kritische. Wisst ihr, ich meine? Eine Sache ist, den Stuff zu kaufen. Aber die andere ist, den Scheiß zu verkaufen, Bro. Weil das ist da sich eher mehr das Problem. Bei den Leuten, die den Scheiß verkaufen, und dann gibt es noch Leute, die tun so, als wäre das real, verkaufen das so für ein bisschen günstiger als echtes Stuff und verkaufen einfach Fakes. Wisst ihr, ich meine? Das ist Schmutz. Das ist Schmutz. Man würde es die Leute nicht geben, die das verkaufen, da gäbe es logischerweise auch keine Fakes, die Leute, die das produzieren und verkaufen. Da sollte man angreifen und sagen, ey Bro, so, du machst Scheiße. Ehrlich. Das ist so respektlos, ne? Ist so respektlos. Deswegen kauft den Scheiß nicht, ehrlich nicht. Ihr werdet, guck mal, warum kauft man sich Fakes? Das haben wir schon tausendmal besprochen. Du willst, Bro, du kaufst nur wegen Flex. Kaufst das nur wegen Flex. Sonst könntest du auch mit derselben Jacke ohne Branding rumlaufen, die sogar günstiger ist als das Fake-Produkt. Frage an dich, so, trägst du viele Fake-Klamotten? Bruder, eher nicht. Ich bin offen und ehrlich. Ich habe sehr viele Klamotten von Polo von meinem großen Bruder bekommen, weil die passen nicht mehr. Und ich bin ehrlich, die sind alle Originale, ja, Bruder. Okay. Sonst so, aber es sind so T-Shirts, Pullover, aber die sind hart wie alle Ori, Bruder. Aber du bist ehrlich, so was das angeht. Ne? Du sagst immer straight out. Was hältst du so von Leuten, die... Erkennst du nicht? Ja? Ich meine, ich bin... Hatte diesen Vorzug nicht, aber immer Sachen
werden weitergereicht an jüngere Geschwister. Bruder, jedem seine Sache, ne, aber was bringst du zu blöffen, Bruder? Ja. Am Ende, man ist nicht cool, Bruder. Sagen, es ist fake, was juckt das, Bruder? Was immer machen. Fact. Okay, Bro. Korrekt, danke dir. Sympathisch, Bursche. Sympathisch auch, wie gesagt, da jetzt keinen Hehl drum gemacht. Was da? Wie geht's dir? Gut, und dir, Bruder? Auch sehr, sehr gut. Freut mich, dass ich dich heute gesehen habe in Hamburg. Mich auch. Ich bin richtig glücklich geworden. Ich bin auch, Walter. Jetzt hau mal raus, Bro. Du wolltest mal ein Video mitmachen. Ja. Du hast gerade gesagt, Digga, hier Rolex, hier ja, Gucci Bag. Hau mal raus, was hast du so am Start? Bruder, ich habe meine... Musst du da auf die Kamera? Ach so. Meine Jacke kostet 120 Euro. Ja. Von Zalando, wie immer. Was kostet die Uhr? Meine Uhr? Bruder, ich lüge dich nicht an. Ich habe die geschenkt von Türkei bekommen. Ja. Aber ich habe die seit 4 Jahren. Ist die Original? Bruder, ich kann dir nicht sagen, aber ich habe die seit 4 Jahren. Bruder, Geschenk aus Türkei, Ding 10er, wenn die Original ist. Kann ich dir sagen, Original und nein, aber 1 und 1 kann ich dir sagen, Bruder. Okay, okay. Also du er weiß selber, so diese Zusammenzählung. Du kriegst hier eine Uhr. Ja, Bruder. Seit 4 Jahren. Du weißt nicht, ob, sagst du zu Leuten, die ist Original? Walla, ich weiß das nicht, aber kann sein. Okay, okay. Bro, wir wissen doch beide. Was mit der Bag? Meine Tasche. Ist die Original? Ich habe die geschenkt von meinem Bruder bekommen. Ja. Kann ich auch nicht so ganz spotten, ob die real ist. Hat mich in Hamburg gekauft, hier Louis Vuitton. Louis Vuitton? Ja, in Hamburg. Das ist Louis Vuitton Tasche, ja, oh, okay, okay. Letztes Jahr mein Geburtstag. Er hat das die von Louis Vuitton gekauft. Ja. Was geht noch heute ab? Ja, Bruder, Hose von Zalando. Okay. Und... Wollen wir unten nur Schuhe und das was? Was sind die Schuhe? Was sind das für Schuhe? Die Schuhe sind Nike Dunks? Ja, Bruder. Und von ja, das ist ja jetzt so mittlerweile so der NPC-Sneaker schlechthin geworden. Ich weiß gar nicht, warum der so totgehatet wird, ohne Witz. Ich meine, okay, weil man den jetzt überall sieht, ist das das Problem? Weil ansonsten ist das halt ein schwarz-weißer Dunk, so. I don't know. Ein schwarz-weißer Dunk, okay. Ja klar, ist halt so eine durchgerockte Nummer. Dann kann man auch safe mitnehmen, die Welle. So die Welle catchen. Aber ich finde, es gibt viel hässlichere Schuhe als jetzt den, um ehrlich zu sein, wenn es um die Optik geht. Wo hast du die? Ich habe die von Nike Store gekauft. Von Nike Store gekauft? Ja, okay, okay, okay. Was haben die gekostet? Die habe ich 160 gekauft, das war im Black Friday, Bruder. 160? Ja. Am Black Friday? Ja. Jetzt vor kurzem? Ja, also vor 3 Wochen? 2 Wochen? 2, 3 Wochen. 2, 3 Wochen. Okay, okay. Und du hast die am Black Friday im Nike Store 160 Euro gekauft? Da war 30% glaube ich drauf. Sie glauben, diese Geschichte entspricht der Wahrheit. Okay, machen wir weiter. Sie kann auch Internet gucken, Bruder. Okay, jetzt kommen wir zur Uhr. Wallah, ich kann. Ja, aber warte mal, die Pandas, was kosten die? 120 Euro Retail? Was kosten Pandas Retail? 110? Ich meine, wenn man 110, er zahlt ja wegen Black Friday nicht mehr. Muss einfach drauf sein. Black Friday. Keine Ahnung. Und was, wenn sie echt ist und du kennst dich nicht damit aus? Ich weiß, wenn die Sekundezeiger, wenn die automatisch ist, ja, die ist so, ist echt. Ja. Meine Lehrer hatte so eine. Ja, also er hat wenn der gesagt, Sekundenzeiger automatisch. Okay, Automatikuhren sind direkt original. Ja, Freunde, das ist, glaube ich, ja, können wir uns also alle sicher sein, Automatikuhren sind original. Dann ist das echt, hat er gesagt. Hat er zu mir gesagt. Und das ist pauschal für jede Rolex so auf dieser Erde. Er meinte zu mir, wenn die Automatik geht, dann heißt das original. Er meinte, dein ist nicht original. Okay. Aber ich weiß nicht. Das ist ja eine sehr interessante Logik, auf jeden Fall. Ja, Bro, also. Nein, Freunde, es gibt natürlich auch gute Fakes, die ein Automatik-Uhrenwerk besitzen. Also das ist kein Indikator dafür, ob die Uhr fake oder real ist, um Gottes Willen. Die Uhr ist auf jeden Fall gefälscht. Also das ist auf jeden Fall klar, Bro. Ja. Ne? Die Tasche auch. Die Tasche? Die Tasche ist auch gefälscht. Wir können Louis Vuitton gehen und ich kann dir... Wir können zusammen gleich Louis Vuitton... Ey, aber sag gerade zu mir, wir können zum Louis Vuitton Store gehen. Sollen wir jetzt zum Louis Vuitton Store mit dir gehen? Bitte geht, bitte! Ich bin gleich sowieso zu Abend. Lass machen, Bruder! Komm mit! Bro, es geht safe, ganz, ganz dick fake. Wir können, also wie viel hast du für die Tasche bezahlt? Das weiß ich nicht, ich hab gesagt, aber du hast gerade gesagt, die wurde aus dem Louis Vuitton Store gekauft. Ja, mein Bruder hat das für mich gekauft. Ah, das Modell existiert doch gar nicht im Louis Vuitton Store. Wie bitte? Das Modell existiert nicht. Bruder, das hat mein Bruder für mich gekauft, also okay. Von Hamburg auf jeden Fall. Das ist lieb von deinem Bruder, aber die ist auf jeden Fall nicht original. Das also das kann ich dir straight sagen. Also das kann ich dir wirklich straight sagen, also Bro, ist das so? Hat da Mahan recht? Könnte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob es dieses Modell gar nicht gibt. Bin ich ehrlich zu euch. Was geht ab, Jungs? Nix bei dir. Mein Name ist Abdullah, Bruder. Abdullah und? Ja. Ich bin Isa.
Isan und Abdullah. Was gibt euch? Was ist euer Ziel in der Stadt? Wir chillen. Wir chillen. Ja, nur mal ein kleines bisschen so rumgehen und dann wieder nach Hause. Ihr seid hier in der Stadt? Richtig. Wahrscheinlich ist euer Hauptfokus auch auf Frauen, oder? Ja, ja. Ich will vergeben. Du bist einfach kein Camping. Okay. Ja. Okay, aber dementsprechend muss man sich ja auch ankleiden. Ja, natürlich. Ne? Also die Frauen müssen ja gefallen haben ja, an dem so, weißt du? Deswegen, ich sehe bei dir direkt Prada. Bruder, ich bin dir ehrlich, ich bluff nicht zu viel, die ist fake. Das ist doch mein Mann. Was war das gerade mit deinem Kollegen da? Er blöfft doch, ne? Also ich glaube schon, Bruder. Ich glaube schon. Bruder, hat er dich verarscht. Sorry. Walla, ne? Ich bin ehrlich, er ist fake, aber sein Outfit ist original. Aber wie sagt er, ist original? Bruder, jeder sagt, was er sagt. Aber okay, aber ihr seid ehrlich. Ja, nun. Was hält ihr so von Leuten, die so fake flexen? Also ich finde das eigentlich nicht so schlimm, ne? Man macht, was man möchte, ne? Aber was denn? Man lügt ja. Hä? Du lügst ja jemanden an. Also okay, wenn jemand lügt, das ist schade, Bruder. Er soll man das, ist ja da, das ist ja Fake Flexen. Aber das soll man darauf stehen, dass er ein Fake trägt, weißt du? Ja. Safe, 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 Jungs. Sympathische Jungs auf jeden Fall. Können wir jemanden grüßen? Grüße. Können wir auch beleidigen? Nein. Achso, ich grüße auf jeden Fall Herr Wamser und ich grüße Herr Tubesing, der Sohn. Lass erstmal Lehrer beleidigen. Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, dieses Fake-Thema haben wir jetzt schon 100 Mal durchgekaut. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Ich glaube, wir können uns noch so sehr drüber aufregen. Wie gesagt, mittlerweile bin ich auch gar nicht mad. Ich finde es eher dann, ne, verwerflich, wenn man die Sachen verkauft oder für etwas so für real verkauft, obwohl sie fake sind. Für mich der Spaß auch. Auch als Nicht-Verkäufer. Also beispielsweise, du kaufst etwas Fakes, verkaufst es dann so, als würdest du behaupten, als wäre es real. Das ist so Bullshit.